kommen die Polen, kaufen die Autos, bauen sie wieder auf. Die Totalschäden meine ich. Oder nehmen sie als Teileträger, das geht auch. Dann gibt es natürlich noch die ganz schwarzen Schafe. Die nehmen solche Autos, schweißen da mal ein paar Blechlicht drauf, ne, dass wieder alles in Ordnung ist. Siehst du dann am Spaltmaß, zum Beispiel an der Tür, am Kotflügel, kannst dann genau sehen, der hatte mal einen Datscha gekriegt. Da siehst du genau, zwischen Kotflügel und Tür muss ein gewisser Abstand sein. Wenn der nicht da ist, oder wenn der zu groß ist oder zu klein, dann kannst du davon ausgehen, dass da mal was war. Ne, wenn du den Kotflügel dann noch anguckst, der sitzt eigentlich original, aber der Abstand ist zu klein. Spaltmaß. Auf der anderen Seite ist er normal, auf der einen Seite ist er normal, auf der anderen Seite ist er ziemlich kurz, ziemlich schmal. Er hat einen Datscha gekriegt. Und das würden die dann verschleiern. Also ich sage dann, das Auto hat keinen Unfall gehabt. Das ist einfach so, das ist ein Montagsauto, das hat der eine Kotflügel ist ein wenig länger wie der andere. So auf Deutsch. Das sind die schwarzen Schafe bei uns. Ja. Das gibt es auch. Bei dir ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht. So wenig tun wie möglich, so viel Geld wie nötig. Nee, so wenig tun wie nötig, so viel Geld wie möglich. Und da wunderst du dich, wenn du auf der Autobahn hier mal kurz über die Leitplanke, weil der Karre hier plötzlich nach rechts überzieht. Grundlos. Einfach so, aus Spaß an der Freude. Weil die Lenkung zum Beispiel versagt. Naja. Sowas machen wir nicht. Jetzt kommt er und überholt, ne? Überholverbot. Natürlich. Willst du so schneller wie du? Ich sag ja, heute ist irgendwie geworden drin. Das ist ein Hartträger mit zwei Rollen vorne und zwei Rollen hinten und da ist so eine Art Hebelvorrichtung, ne? Massiv Eisen und dazwischen, das ist wie so ein Winkel und dazwischen ist eine Hydraulikanlage und die wird eingeschalten und da wird eine Kette an dieses Eisenteil montiert, also festgeschraubt und dann wird die Hydraulikanlage eingeschalten und dann zieht das Gerät die Hydraulik oder beziehungsweise presst diesen Winkel nach vorne und zieht somit die komplette Front wieder raus.
Natürlich wird an dem Drecher sind dann auch Halterungen, dass du, wenn du ziehst, rollt das Auto ja mit vor. Ne? Da wird das Auto noch fixiert, festgemacht, Handbremse rein, da wird unter der Achse zum Beispiel wird dann noch ein Winkel festgemacht, dass die Achse oder beziehungsweise dass der Winkel die Achse hält, dass das Auto nicht nach vorne rollen kann und so weiter und so weiter. Also das ist echt schon, das war echt geil, die Hydraulikanlage. Also da hast du richtig alles schön rausziehen können. Da musstest du neu ansetzen, ne, das Eisenteil ein Stück weiter rüber und dann mit dem Schraubenschlüssel festziehen. Die Kette war ja noch dran, dann wieder eingeschalten und dann hat es das Ding wieder rausgezogen. Was ganz wichtig ist bei solchen Autos, immer vermessen lassen. Nicht einfach hergehen und sagen, es passt so. Vermessen. Da muss es, wenn man so ein Auto aufbaut, so ein Unfallauto, muss es vermessen werden. Kann man nicht einfach hergehen, man kann da ziehen bis Ultimum. Weil dann stimmt eigentlich gar nichts mehr. Du kannst du ziehen wie eine Ziehharmonika. See. 32 Kilometer insgesamt, 31, also gut. Ich hoffe, dass wir die Firma gleich finden und ich hoffe, dass sie schon da sind. 5.35 Uhr, oh schön. Hoppala. Es wird langsam Zeit. 33 Minuten haben wir noch. Ach, das war's. Das kriegen wir. Ich. Den Motor nicht laufen lassen, ich kann die Standheizung nicht laufen lassen. Ich habe null Batterie. Ich darf wirklich die Batterie nicht belasten. Also sprich, ich muss mit dem, was ich noch dann übrig habe, muss ich noch in die Werkstatt kommen. Das wird lustig. Wenn ich jetzt aber am Kunden ein bisschen lang rumstehen muss, oh, jetzt wieder ein Fuchs überfahren. Arme Sau. Armer Fuchs meine ich natürlich, so keine Sau. Das ist ein armer Fuchs. Ja, ja, ist halt auch genau. Kreienzen, Kallefeld. Alles klar. Kann nichts passieren. Meine Ware ist gesichert. Mit 12 Gurten. Girate a sinistra. Es sind 10 Rollen mit 12 Gurten gesichert. Hier fahren wir nach links. Osterode im Harz. Echte, 1 Kilometer. Echter heißt es Kaff. Seesen heißt es in Ortschaft, genau. Seesen. Girate a sinistra. Gibt es auch den Rasthof, der kommt nachher. Rasthof Seesen heißt der, glaube ich. Genau. Girate a sinistra. Oder? Ist der Seesen? Freibad Camping. Ach, ja, stimmt ja, hier waren wir campen. Sempre dritto per 10 km.
Ja. 10 Kilometer. 28 insgesamt. Jetzt wieder über die Autobahn drüber. Manuel. Wirtschaftlicher Verkehr auf 5 Kilometer. Na, hervorragend. Bleib da. Nicht nur ein Ding fahren. Komm raus. Nicht mal rauskommen wir auf dem Scheißding hier. Gar nicht so einfach. So breit ist die Straße gar nicht. Nee, lass das Fernlicht lieber aus. Also der Auflieger ist neben der Spur gewesen, aber da ist auch noch genug Platz zu den Fahrbahnbegrenzungen. Leitpfosten oder wenn man die Dinger auch immer nennen mag, ist mir wurscht. Wenn es eine Leitplanke gewesen wäre, wäre es schlimmer gewesen. Welcher an der Leitplanke entlang? Mal kurz Licht machen. Okay. Das ist mir auch schon passiert. Hat die Firma gesagt, Schaden vom LKW 7.500 Euro. Okay. Das habe ich kaputt gemacht. Spiegel hat es zerknürt. Dann Rücklicht ist kaputt gegangen. Vorne ist noch irgendwas, glaube ich, Blinker ist noch kaputt gegangen. Und ich habe einen Kratzer gemacht in die Seite. Dankband hat es noch verschoben. Dankband hat noch nicht mal geklappt. Und da sind die tatsächlich auf die Idee gekommen. Und das Ding war ja alt. Das war ein uralt MAN. Baujahr 1975. So um. Ja, es war ein DGA. Und da sind die auf die Idee gekommen. Das Ding war ja schon verrostet an der Seite. Und haben gesagt, das kommt vom Unfall. Dann haben sich die Grünen den LKW angeguckt und haben gesagt, nee, das kann nicht sein. Das Ding ist verrostet. Das Auto stand jetzt. Oder ist jetzt, seit dem Unfall sind gut und gern 2 Wochen vergangen. Und innerhalb von 2 Wochen rostet das Teil nicht so. Jedenfalls nicht so stark. Und das ist die Firma, für die wir früher gefahren. Also mein Chef ist dann vor Gericht und hat Recht bekommen. Ding vorgelegt, ein Gutachten vorgelegt, mit allem drum und dran. Und hat gesagt, pass mal auf, so und so schaut es aus. Das ist Betrug. Ich weiß ja, wie die Leute auf die Idee kommen. Das ist nicht einfach nur Flugrost, das ist also, nee. 50? Also wenn das Gummiteil unterm Dankband schon vor sich hingammelt, dann ist es schon etwas länger als 2 Wochen her. Das wollten die uns echt erzählen. Dann die komplette Seite, hier und da ein Kratzer, das ist kaputt, das eingedrückt und das hat Rost. Das siehst du überall Roststellen. Überall. Und anhand von dem Rost kannst du sagen, das ist so und so alt.
Das wollten die uns in Rechnung stellen. Sind damit voll auf die Fresse geflogen. Die sind aber absolut auf die Fresse geflogen. Die haben verloren vor Gericht.